Hallo und herzlich willkommen bei 163 Grad. Schön, dass ihr dabei seid. Toll, dass ihr eingeschaltet habt. Heute auf der Autobahn mit Jonathan. Jonathan ist wieder da. Wir sind zu zweit und unterwegs nach Garbsen. Denn heute schaue ich mir meinen Street Scooter an. Ihr wisst es aus den vorherigen Videos, ich habe einen Street Scooter gekauft, der wird nächste Woche nach dem E-Cannonball geliefert. Jetzt kann ich ihn mir noch einmal anschauen, den Papierkram fertig machen. Dafür sind wir heute unterwegs nach Garbsen und ich zeige euch die ersten Videos und Fotos von meinem Street Scooter. Also bleibt dran! Da bin ich, oder da sind wir, denn der Jonathan ist ja mit dabei in Garbsen. Und hier bei der Firma AOG Automobile habe ich einen Street Scooter gekauft, einen gebrauchten Street Scooter von der Post. Und ihr hört auch schon an den Geräuschen, hier ist eine Menge los, das ist ein Gewerbegebiet. Insofern haben wir hier immer was auf dem Ton. Warum kaufe ich einen Street Scooter von der Post? Das habe ich schon ein bisschen angeteasert und ich werde es euch demnächst nochmal richtig, nochmal ein richtiges Video machen. Ich plane einen Umzug meiner Firma. Das Lager ist schon umgezogen, die Firma zieht auch um. Wir packen dann und versenden Pakete, wir transportieren Wallboxen. Dafür brauche ich ein Transportfahrzeug, das geht nicht mit dem Tesla Model 3 Performance. Dafür habe ich mich dann für den Street Scooter entschieden. So, und hier in Garbsen, hier stehen Sie, ein Teil zumindest, wie das alles funktioniert. Das erklärt uns gleich der Dave, der kommt gleich dazu. Und ja, wir gehen mal dazu. Hier auf der Ecke, das ist meiner. Ein Street Scooter, Baujahr 2016 mit unter 10.000 Kilometern. 9.000 Kilometer sind es auf der Uhr. Und das ist mein neuer Street Scooter. Der fährt demnächst in Hamburg. Kennt, dann habt ihr gesehen, dass ich vor mehreren Jahren schon mal den Street Scooter gefahren habe, damals bei der Deutschen Post, als der neu war. Ich weiß nicht mehr genau, wann das war, 2016, 2017, müsste das ja gewesen sein. Und ja, heute habe ich selber einen Street Scooter. Wie ihr seht, knallgelb, ein Originalfahrzeug von DHL, der Deutschen Post. Die Postlogos sind ab, alles andere ist noch drauf, aber das ist Folie, das kann man noch entfernen. Warum Street Scooter, warum finde ich den so gut? Weil wir ein Transportfahrzeug brauchen und das ist die Aufgabe von dem Auto. Das ist voll elektrisch und es ist nur zu einem Zweck gebaut, um Dinge zu transportieren. Die finde ich richtig gut. Vorne Motorhaube, geht gar nicht auf, kann man nur in der Werkstatt öffnen, weil ich als Endkunde habe da gar nichts verloren. Und deshalb, wenn wir von vorne anfangen, Jonathan, vielleicht kannst du das einfangen. Das Einzige, was man vorne mal machen muss, ist Wischwasser nachfüllen. Und das ist hier auf der Stoßstange. Dazu braucht man die Motorhaube gar nicht öffnen. Ja, das ist also wirklich alles super, super praktisch. Der Wagen hat eine Fahrgastzelle und eine Transportbox, die sind voneinander getrennt, deshalb braucht man im Winter auch nur die Fahrgastzelle zu heizen. Und ich hatte einen Sonderwunsch, das seht ihr hier. Die Jungs hier von AOG haben über 1000 von den Dingern gekauft und die sind nicht alle gleich. Und ich hatte einen Sonderwunsch, ich wollte einen haben mit zwei Sitzen und das habe ich bekommen. Normalerweise hat ein Street Scooter nur einen Sitz, weil der Postmensch alleine fährt. Aber ich wollte einen haben, wo man zu zweit fahren kann. Und das habe ich bekommen. Das Fahrzeug hat eine Sitzheizung für den Fahrersitz. Der Beifahrer muss frieren. Und dieses Fahrzeug hat sogar eine Lenkradheizung. Dafür ist dieser Knopf hier am Lenkrad. Das ist eine Lenkradheizung. Ansonsten ist das ein Workhorse. Wie ihr seht oder hört, hier gegenüber werden Motorräder verkauft. Wie gesagt, wir haben hier alles auf dem Ton. Ducati verkauft er auch. Ich bin mal gespannt, wenn er sowas anschmeißt, wie laut das ist. Also, das ist ein echtes Arbeitstier, ein Workhorse. Es ist alles geschraubt, es ist alles ja durabel und es ist auch alles gebraucht. Da muss man sich nichts vormachen. Auch wenn der erst 9000 irgendwas Kilometer runter hat, der ist benutzt. Dafür ist er auch nicht so teuer. Zum Preis sagt uns Dave gleich was. Ja, und dann kann man hier drücken. Habe ich es jetzt richtig gemacht? Genau. Und dann kommen wir in den Laderaum rein und du kannst da mal hier stehen bleiben. Ich mache mal die anderen Sachen auf. Wir haben eine Schiebetür links. Wir haben eine Heckklappe hinten. Hallo. Und wir haben, komme ich da hin, eine Schiebetür auf der anderen Seite. Moment. Genau. So. Und wir haben hier auch eine Schiebetür.
Und das ist die Ladefläche, Zuladung über 600 Kilo, so viel brauche ich gar nicht. Aber zum was ausliefern, zum was transportieren, zum Pakete wegbringen und wenn es der Gartenabfall ist, so ein Ding kann ja nicht jeder gebrauchen. Hier drin müffelt es ein bisschen. Ich habe mir sagen lassen, das ist in allen Street-Scootern so. Da muss man wohl einen Duftbaum reinhängen. Ich weiß gar nicht, was sie damit machen. Ansonsten ist das Ding wirklich durabel. Ich muss demnächst den Garten ein bisschen entrümpeln. Da kann man solche Gartenabfälle mit wegfahren, Pakete. Also sowas kann eigentlich jeder gebrauchen. Ich finde den richtig gut. Ja, so, dann mache ich es wieder zu. Ja, was haltet ihr vom Street-Scooter? Wie findet ihr den? Ich finde den gut und für den Zweck, für den wir den brauchen, ist er richtig praktisch. Und demnächst erkläre ich euch dann in einem Video mehr zur neuen Location. 163 Grad zieht um, das Lager zieht um, wie das alles funktioniert, was dieses Auto für eine Rolle spielt, wo es steht und was ihr davon habt. Denn ihr könnt da auch mal vorbeikommen, so ist es jedenfalls geplant mit Termin. Das sage ich euch dann alles. So, und jetzt hole ich mir den Dave, der erklärt mir was zum Street Scooter. So, jetzt habe ich hier den Dave bei mir von der Firma AOG, die mir dieses Fahrzeug verkauft hat. Und Dave, erklär mir doch mal was zu den Street-Scootern. Wie kommt es, dass ihr hier so viele habt? Wo kommen die überhaupt her? Ja, das ist ein Ausschuss von der Post. Das ist Baujahr 2016. Und da sind irgendwelche Geschichten, ja, mit jetzt, ich sage mal, SAP-Unternehmen, ja, nicht so ganz gut gelaufen. Die Post wollte die abstoßen, hat die dann aber doch letztendlich wieder ins Portfolio genommen. Da ist ein Deal wohl mit China geplatzt und die werden ja weiterhin jetzt auch gebaut. Gut. Aber diese Charge aus dieser Phase, wo Sie mal gesagt haben, wir wollen die nicht mehr haben, das sind 2016er Baujahre, die habt ihr. Ihr habt wie viel Stück davon? Weit über 1000. Weit über 1000 Stück. Und ich bin darauf aufmerksam geworden durch die Presse. Da seid ihr nämlich reingeraten. Deshalb habe ich gehört, bist du auch hier noch mit eingespannt worden, weil hier so viel los ist. Wer meldet sich denn alles so bei euch? Wer will denn alles einen Street-Scooter haben, außer ich jetzt? Also wie gesagt, wir sind überrannt worden. Wir kamen nicht mehr nach. Also es hält auch bis heute an. Also es sind unglaublich viel verschiedene Branchen. Angefangen von Bäckereiketten über Imker. Imker passt ja, der ist gelb. Die sind alle gelb. Die Imker fragen dann immer, können wir den ganzen gelb haben? Ja, wir haben auch ganz gelbe, aber die meisten haben ein bisschen noch, ich sag mal, Aufschrift. Ja, ansonsten sehr viele Schrottplätze, viele städtische Gemeinden, Abfallwirtschaften auf jeden Fall, auch ein paar Privatleute, die sagen, ich baue mir da eine zweite Batterie rein, bastel so ein bisschen was mit Solar. Oder mach so ein bisschen Umbauten und baue mir den so, wie ich möchte. Säge da noch hinten Fenster rein und so. Also total verrückte Tüftler, die da auch anrufen. Aber dann auch wirklich große, namhafte Firmen, Elektrofirmen und vor allen Dingen Anfragen aus ganz, ganz Europa. Also gerade im slawischen Bereich, Jugoslawien, Tschechei, Polen, Ungarn. Also Anfragen und dann auch höhere Stückzahlen, mehr Stückzahlen. Und auch private Postbetriebe fragen auch bei uns an. Ja. Das heißt also, ihr habt diese alle vereinnahmt. Die stehen nicht hier, die 1000 Stück, die stehen woanders. Dort habt ihr eine Halle, eine Werkstatt, die diese Fahrzeuge alle technisch fit macht, aufbereitet, auch mal eins opfert als Teilespender für die anderen, sage ich mal, wenn irgendwo was kaputt ist. Ja. Und dann kommen sie so tipptopp TÜV-fertig hierher. Und hier gab es den letzten Schliff sozusagen, die letzte Aufbereitung. So genau. Wie meiner jetzt, der steht hier schon fertig. TÜV hat er schon? Ja, ist getüft. TÜV hat er schon, Papiere habe ich auch schon. Das heißt, ich kann das Fahrzeug jetzt dann zulassen in Hamburg. Und ja, der sieht gut aus. Für ein Auto, das 2016 ist, 9000 Kilometer auf der Uhr hat. Das sind 5 Jahre. Wo ist denn der gewesen? In 5 Jahren 9000 Kilometer. Das muss man mal ausrechnen. Ja, wenig gefahren. Viel ist es nicht. So. Wir stellen euch das Auto ganz in Ruhe vor. Vielen herzlichen Dank, gerne. Dave. Wenn ihr auch einen Street-Scooter wollt, hier in Garbsen bei AOG Automobile, meldet euch. Noch habt ihr welche, oder? Noch haben wir welche. Es war noch keiner da, der alle gekauft hat. Ich habe aber auch ein paar Wochen warten müssen, weil hier ist so viel los. Ich habe jetzt 6-7 Wochen warten müssen zwischen der Bestellung und der Auslieferung des Fahrzeuges. Ist einfach was los hier bei euch. Achso, Preis. Ganz wichtige Frage. Kann man ganz ehrlich kommunizieren, denn ihr habt nur einen Preis fürs Auto. Genau, das sind 7.500 Euro netto. Plus Mehrwertsteuer. Plus Mehrwertsteuer, natürlich, selbstverständlich. Und bei mehreren Stückzahlen kann er natürlich mit uns sprechen, ganz klar. Guck mal, also ab 7.5 netto plus Steuer geht's los für einen gebrauchten Street-Scooter. Und der hier fährt demnächst in Hamburg. Ja. Danke dir, Dave. Gerne.
Und wir machen uns jetzt wieder auf den Heimweg nach Hamburg. Jo, ciao, gute Fahrt. Ja, das war unsere kleine Stippvisite in Garbsen, um den Streetscooter einmal in Augenschein zu nehmen und die Papiere abzuholen. Die habe ich hier, Brief und Schein für das Fahrzeug. Wie ihr seht, erster Hand, nur ein Briefeintrag auf die Deutsche Post AG in Bonn. Fuhrparkmanagement mit einer Bonner Autonummer BNPJ ohne E. Also hat vorher kein E-Kennzeichen gehabt, kriegt jetzt aber eins. Und ich habe die Wahl, dieses Auto jetzt hier abzuholen und auf eigene Achse nach Hamburg zu überführen. Das wäre natürlich ein Riesenspektakel, denn das Auto hat nur eine Reichweite von 80 bis 100 Kilometern. Nach Hause sind es aber über 150. Ich müsste also einmal laden. Ladezeit sind mehrere Stunden bei dem Auto. Der lädt nur mit Wechselstrom zu Hause. Das tue ich mir nicht an, sondern ich lasse mir das Auto liefern. Das kostet irgendwie 160 Euro oder sowas. Ist ein bisschen schade drum. Ich finde das immer cool, sich so durchzubeißen. Aber das macht hier keinen Sinn. Der Wagen kommt in der nächsten Woche. Ich lasse ihn in der nächsten Woche zu. In der nächsten Woche kommt er. Jetzt ist erstmal E-Cannonball angesagt. Wobei, wenn ihr das Video seht, ist der wahrscheinlich schon gelaufen. Müssen wir mal gucken, wann wir das bringen. Und im Moment ist viel zu tun. Deshalb kommt der Wagen nach dem E-Cannonball, wird dann zugelassen. Und wir werden dann ein entsprechendes Video drehen, wo wir euch das Auto mal richtig vorstellen. Jonathan freut sich schon drauf, der darf da mit der Drohne rumfliegen und durchfliegen. Mal gucken, ob wir das alles hinkriegen. Also bleibt dran, 163 Grad, abonnieren, wenn ihr wollt, die Glocke, wenn ihr mögt. Wenn ihr Fragen zum Streetscooter habt, unten in die Kommentare. Ich bin Oliver und Jonathan hinter der Kamera und auf bald, bis zum nächsten Video.